Baby. Dein Haar schimmert in der Abendsonne wie das Wasser der ewigen Gottheiten in seiner Keimzelle. Guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Heute Trash Talk Nummer 7 mit dem Thema die Top 10 Dinge, mit denen ihr Frauen abschreckt. Also, es geht heute hauptsächlich ums Thema oder um die 10 Top Dinge, die Frauen an Männern nicht so doll finden oder die Frauen abschrecken. Dabei völlig egal, ob das jetzt um Beziehungsgeschichten geht, die jetzt länger gehen oder bis One-Night-Stands sind. Es gibt einige Sachen, die sollten eigentlich nicht sein. Ja? Und diese 10 Dinge möchte ich heute mal klären. Aus meiner Sicht. Wenn ihr weitere habt, postet sie. Kommentare da unten. Ich habe einen Spickzettel gemacht. Was haben wir denn da? Rasierte Pimmels und Säcke. Das hast du aufgeschrieben, oder? Ey, ich komme darüber dann, ey. Vergesst es. Das soll das Wichtigste sein, oder was? Das rasierte Schwanz hast und ein rasierter Sack, oder was? Dass das die einzige Voraussetzung ist, dass Frauen überhaupt irgendwie Interesse an dir haben. Okay. Besoffene Fußballfans. Mal ernsthaft jetzt mal. Mach mal ernsthaft, okay? Also gut, erster Punkt. Langweilige Typen gibt's ja masseweis. Das sind meistens irgendwelche Typen, die keine Hobbys haben oder die sich schwer nur für irgendwas begeistern lassen. Ich glaube, da mögen Frauen, mit solchen Typen mögen Frauen nicht viel anfangen. Weil die können auch mit denen nicht viel anfangen, weil die einfach langweilig sind. Schatz, was machen wir heute Abend? Oh, wir können eigentlich daheim bleiben, oder? Ist das schön daheim? Oder so Typen, die sich an nichts begeistern können. Schatz, lass uns doch mal hinaus, gehen in die Natur, den Vögeln lauschen und dem Bächelein. Ja und, die Vögel zwitschern und der Bach plätschert, was soll ich mir das anhören? Doch Quatsch, langweilig. Solche Typen zum Beispiel, vergesst es, könnt ihr gleich vergessen. Puh, also gleich ab in die Tonne, also wird nix. Müsst ihr natürlich erstmal rausfinden, ne? Weil welcher Typ gibt sich von Anfang an gern langweilig? Obwohl, wenn man sich so in manchen Gruppen auf Facebook, also Single-Gruppen, Singles-Gruppen, Groups, so diese Kommentare, also da gibt es ja Frauen oder so, jetzt nicht nur in diesen Gruppen, sondern auch allgemein auf Facebook oder Instagram oder was weiß ich was, aber bleiben wir mal bei Facebook, die posten da ganz gern solche Selfies, ne? Mehr oder weniger aufgebrezelt oder weniger aufgebrezelt oder mehr aufgebrezelt, spielt keine Rolle, sie bringen solche Bilder von sich da rein und dann die Typen, die da unten dann die Kommentare reinschreiben, ne? Unter ein Bild. Wow, bist du hübsch. Ein Traum. Eine Traumfrau. Lecker. Yummy. Ja? Also diese Typen, die solche Kommentare schreiben, das sind genau die Affenköpfe, vor denen ich euch jetzt gerade warne. Ja. Also auch die Typen, ich warne euch, so zu sein wie diese Typen, die da diese Kommentare schreiben. Aber was soll das? Ja, was soll das? Das weiß doch die Frau selber, dass sie gut aussieht. Gut, es gibt Ausnahmen, ja, aber sind wir mal ehrlich, was ist ein Wow? Was soll ein Wow sein? Versucht euch doch mal ein bisschen da rein zu versetzen. Wow, bist du hübsch. Ah. Schreibt doch, seid doch mal klar ein bisschen kreativ. Der nächste Punkt. Unkreative Typen. Frauen mögen keine unkreativen Typen. Was macht Typen kreativ? Ja, das ist nicht so einfach zu sagen. Das hat was mit dem ganzen Hintergrund zu tun. Entweder man ist kreativ oder man ist nicht kreativ. Kreativität kannst du nicht erlernen. Das ist wie Musikalität. Du kannst jemanden, der überhaupt nicht musikalisch ist, dem kannst du keine Musikalität, dem kannst du nicht irgendwo ein Instrument in die Hand drücken und kannst sagen, hier, Improvisation. Das funktioniert nicht, der kriegt das nicht hin. Der wird Noten lesen können,
und ein Instrument nach den Noten spielen können, aber Feeling hat das dann nie. Das klingt immer wie aus der Jukebox. Trinken. Also Typen, die sie unkreativ sind. Ach, Valentinstag. Oder Geburtstag oder Weihnachten oder so. Was schenke ich meiner Frau? Blume. Tulpen, Rosen. Schön gut. Alles mal gemacht, ist in Ordnung, aber doch nicht dauernd. Lass euch doch mal was einfallen. Singt doch mal ein Lied oder so. Oder schreibt ein Gedicht. So schwer ist es nicht. Ja, einfach vier Zeilen. Das muss ja nicht mal. Das kann ja auch ein Prosa-Gedicht sein. Prosa bedeutet, es muss sich nicht reimen. Schreibt einfach mal, macht mal irgend sowas, ja, oder macht was Ausgefallenes. Nehmt ein Video auf, stellt es auf YouTube hoch und zeigt es dann eurer Angebeteten. Baby, du bist für mich die Sonne und auch der Mond. So schön, erleuchtet vom Himmelszelt herab. Ne? Sowas zum Beispiel, ja, kreativ, klasse. Aber unkreative Typen, glaub Frauen, wenn sie nicht gerade selber total unkreativ sind, findet da überhaupt nichts Geiles dran. Autonarren, oh Mann. Gut, es gibt ja Frauen, die Autonarren sind, aber gehen wir mal von der Frau aus, die kein Autonarr ist, die sich vielleicht für musische Dinge mehr interessiert. Kultur, ne, zum Beispiel. Literatur, Film, Musik, darstellende Kunst, Theater, Malerei, sollte sagen. Einfach bildende Kunst im Allgemeinen. Wenn ihr dann so ein Autonarr seid, die den ganzen Tag nur vom Krümmer quatsche und von 6CV und von 1,8 Liter und von was weiß ich wie viel KW. Nein, da werdet ihr nicht lang Spaß haben. Ja, da wird die Frau auch nicht lang Spaß haben. Ja, irgendwann könnt ihr mit eurem Krümmer, da dürft ihr dann nicht mehr ran. Ne? Da könnt ihr euch dann irgendwie was anderes suchen, wo ihr da euren unrasierten neu stecken könnt. Wie auch immer. Also Autonarre, seid's nicht. Humorlose Lappe. Ja, humorlose Lappe, ne? Ach ja, das ist ein Problem, ne? Gibt es natürlich auch massenweise davon. Die findet es, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht lustig finde, das sind Witze, die vorgelesen werden oder sowas. Witz muss man erzählen, sonst bringt das nichts. Leute, die über vorgelesene Witze lachen können, das sind genauso die Leute, die den ganzen Tag in den sozialen Netzwerken, in der Social-Media-Welt, nichts anderes zustande kriegen, wie irgendwelche Spruchbilder zu posten. Ja, im schlimmsten Fall glitzern die noch so. Also das sind irgendwelche animierte GIFs oder sowas mit irgendwelchen absolut geistlosen, blödsinnigen Beziehungssprüchen drauf. Ja, mir fällt jetzt gar keiner ein, weil die Dinger, da kriege ich auch Krebs und dann muss ich sofort weg. Ja. Also was da in deren Gehirnen abgeht, das möchte ich auch nicht wissen, weil das muss ja gähnende Leere sein. Da ist ja das interstellare Medium, ist dagegen ja kein Vakuum, sondern eine total vollgestoppte, was weiß ich was für eine Halde. Also, ne, das hat für mich auch mit Humor nichts zu tun. Das ist nicht witzig, ja. Ich bin zum Beispiel wie mein Vater, obwohl ich meinen Vater fast nicht kenne. Aber man kriegt ja so erzählt, ne, von der eigenen Leutchen so, wie du so bist. Und dann hat man mir gesagt, du hast von deinem Vater ja mal so überhaupt gar nichts. Aber die Sprüche, die du machst, die dummen Sprüche, ja, die hast du von deinem Vater geerbt. Der war nämlich auch so. Der lebt auch noch. Also der ist immer noch so, wahrscheinlich. Aber ich sag mal, für mich ist mein Humor lustig. Ich muss über meinen Humor lachen und das ist mir das Wichtigste, dass ich was zu lachen habe. Das ist überhaupt das Wichtigste. Ja, und deswegen gibt es bei mir halt einfach mal Sprüche oder irgendwelche Verhaltensweisen, die für andere Leute absolut nicht witzig sind. Nein, gar nicht, null. Die sind überhaupt nicht witzig. Aber für mich sind sie witzig. Und deswegen sind sie witzig, weil ich die Witze für mich mache, damit ich die Witze witzig finde, die ich mache. Und es gab aber auch schon Frauen zum Beispiel, auch in meinem Leben, die fanden diese Witze witzig. Und mit denen kam ich immer gut aus. Das waren jetzt zwar nicht unbedingt die Beziehungsfrauen,
sondern das waren Kumpelfrauen, also Frauen, die ich halt kannte, mit denen ich halt Kumpelkram gemacht habe, aller möglicher Couleur, was weiß ich, auf Konzerte gegangen oder was weiß ich was. Und wir hatten immer einen Schweineheide-Spaß. Und wir haben uns kaputt gelacht, ne, über meine Witze. Ne? Aber die hat dann auch so Witze gehabt. Also die hat denselben Humor gehabt, war auch witzig dann. Also da haben wir beide lachen müssen. Und das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja nicht, dass ich dann irgendwie nur lach oder dass du nur lachst über die Witze, die du selber machst, sondern dass ihr beide über die gleichen Witze lachen könnt. Weil darüber läuft die ganze Geschichte, über Humor. Und wenn der Humor nicht stimmt, ja, dann wird das nichts. Dann wird das nichts mit der Beziehung. Ja? Wenn der Humor nicht stimmt. Oder wenn überhaupt kein Humor da ist, wenn nur Bitterheit da ist und nur Drama da ist und Wettkämpfe da ist. Wer hat recht? Ich habe zuerst gesagt, der Hottentotten sind über den Ofen. Vergiss das, das geht nicht, das wird nichts. Typen ohne Selbstvertrauen, ist auch so ein Thema. Das ist jetzt mal generell per se nichts Schlimmes. Es gibt einen Haufen Typen, die zu wenig Selbstvertrauen haben. Aber da muss die Frau das eben erkennen und muss dieses Selbstvertrauen fördern. Oder der Mann muss das bei der Frau erkennen und muss das bei der Frau fördern. Ja, also ich spreche jetzt, ihr kennt mich hier mittlerweile ja, ich schweife ab, ich bin ein Abschweifer. Ich kann nicht bei einem Thema strikt bleiben. Ich sage jetzt zwar, oh, 10 Typen, die die Frauen abschrecken, aber das gilt ja auch für die Männer meistens irgendwie, ne? Da komme ich aber noch dazu. Ich mache nochmal ein spezielles Video, wo es nur darum geht, über 10 Dinge, die die Männer von Frau abschrecken oder bei Frauen abschrecken. Atmen nicht vergessen. Kratzt ja die Nase, ist wichtig. Mache ich immer. Was habe ich gesagt? Also, ja, Typen ohne Selbstvertrauen. Selbstvertrauen muss mitunter auch gefördert werden, wenn es, also wenn es Frauen da draußen gibt, die einen Typ kenne, der aber kein Selbstvertrauen hat, ja, der an sich zweifelt und so, ja, ermutigt ihn halt, probiert es zumindest. Wenn es nichts wird, können es immer noch lassen. Ja. Ermutigt ihn, dann wird das Selbstvertrauen vielleicht schon kommen. Wenn nicht, puh, Pech, Idiot oder was auch immer. Ungepflegte Hände. Ja, ist auch so ein Thema. Es gibt ja immer wieder Männer, die rasieren sich im Gesicht und so oder am Sack, ne? Oder so oder da auch nicht. Aber es gibt ja immer wieder Männer, die die machen alles Mögliche, damit sie gepflegt aussehen, vergessen aber dann die Hände. Habe also Speisgriffel, Branke mit angekaute Fingernägel oder Fingernägel, die zurückgekaut sind bis zum Nachelbett da hinten drin, da. Ich meine, wie sieht denn das aus, ja? Oder Typen, die mit langen gelben Fingernägeln rumlaufen, ne? Ist auch nicht so hübsch. Also ich weiß nicht, ich finde es aber nur ekelhaft zum Kotzen. Ich denke mal, dass die meisten Frauen es auch nicht besonders lecker finden, wenn so ein Typ da rumläuft wie Kater Mikesh oder sowas. Ne? Also, nee, und das geht so schnell. Ja? Also die Hände pflegen und die Fingernägel schneiden und so, das geht so schnell, das ist so einfach. Weiß nicht, wo das Problem ist. Oh ja, das, oder irgendwie, oder Typen, die halt dauernd unter den Fingernägel so schwarze Placke da haben. Ich weiß nicht, was das sein. Ich meine, das ist, haben kloppen sich dauernd auf den Finger oder so, weil wenn ihr mit dem Hammer nicht umgehen könnt, dann lasst es bleiben. Dann knallt er euch nicht dauernd auf den Finger, dass ihr da Blutergüsse unter den Nägeln habt oder was weiß ich was. Oder beim Aussteigen tut halt die Hände weg, bevor die Tür zuknallt. Aus dem Auto oder was. Also. Ja, nächstes Thema, Nasenhaare. Ja, je älter wir Männer werden, desto mehr sprießen uns die Haare aus den Nasenlöchern und aus den Ohren. Ne? Ja, aber da kann man ja auch was dagegen machen. Ne? Da fliegt wieder so ein Tier rum. Ein Tier. Aber ein Tier fliegt da rum. Also man kann ja was gegen Nasenhaare, kann man ja auch einiges unternehmen. Es gibt beim Rossmann 4-5 Euro, kostet also fast gar nichts, so ein Nasenhaarentferner. Ich habe das Ding selbst da, das funktioniert. Da ist sogar eine kleine Lampe vorne drin. Batteriebetrieben, eine kleine Lampe ist vorne drin. Steckt euch das Ding in die Nase und ne? Und es geht ratzfatz, 2 Minuten, also eine Minute für jedes Loch. Ne? Außer ihr findet das Loch nicht, das ist schlecht. Ja, aber das ist dann euer Problem.
Ja, Prahlhälse. Prahlhälse. Oh, doch, da fallen die meisten Weiber. Glaubt doch, die meisten Weiber fallen auf die Prahlhälse auch ganz gerne mal rein. Besonders die, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind. Die Ältere, die wissen dann schon, ah ja, der aus der zusammenbabbelt da, ne? Aber die Jüngere, die lassen sich von so einem Scheißdreck dann immer beeindrucken. Prahlhälse, mein Haus, mein Auto. Ne? So diese typischen Typen da, ne? Die typische Type. Ne? Der dritte Tritt, typische Typ. Sind, also wenn ihr Prahlhälse seid, dann kriegt ihr wahrscheinlich nur Schlampen und Nutten ab, aber alles andere. Genau, Diarrhötiker. Also Diarrhötiker sind auch so eine ganz komische Art von Type. Diarrhötiker, also ich meine jetzt damit solche Typen, die ganze Nacht rumfurzen zum Beispiel. Also jetzt nicht die, die Dinschis haben, weil Diarrhö kommt ja von Durchlauf, also durch Flatterschiss, den Ratterschiss, wie heißt das? Flatterschiss, oder? Wie heißt denn das? Flatterschiss. Also Diarrhötiker, ne? Also diese Typen, die den ganzen Tag schamlos rumfotzen, ne? Die das lustig finden. Also das ist zum Beispiel so ein Humor, den ich überhaupt nicht verstehe. Ich finde das einfach nur ekelhaft. Ne? Die machen das, also egal wer da dabei ist, machen die das. Finger zieh, zieh mal meinen Finger. Also, nee, da kriege ich Herpes. Ich habe noch in meinem Leben noch keinen Herpes bekommen, aber davon könnte ich Herpes kriegen. Also da denke ich, dass die meisten Frauen davon auch Herpes kriegen können. Von solchen Typen, die den ganzen Tag hier Diarrhö-Attacke-mäßig in der Gesche rumfotzen müssen. Kein Wunder, haben die dann Bremsspuren in der Hose. Aber das sind dann auch meistens die Muttersöhnchen, die müssen ihren eigenen Dreck nicht putzen. Ne? Also Frauen, tut euch was Gutes. Sucht euch Hausmänner, also Typen, die kochen können. Ja? Die wissen, wie man Waschmaschine bedient. Die wissen, wie man einen Staubsauger richtig bedient. Wie man Staub saugt, wie man Staub wischt, wie man Geschirr spült und sowas alles. Und sucht euch auch Typen, die handwerklich vielleicht begabt sind, die ein bisschen Elektrik oder sowas kennen oder die sich vielleicht mit der Bohrmaschine auskennen, mit dem Fuchsschwanz ein bisschen was machen können. Da werdet ihr viel Spaß dran haben. Und vor allen Dingen an so Leute, die kochen können, an so Männer, ja, die das Spaß, denen das einfach mal Spaß macht, einen Kuchen zu backen oder so. Und wenn es nur ein einfacher Mohnkuchen ist, ja, ein Marmorkuchen, Mohnkuchen, ja. Marmorkuchen. Marmorkuchen ist ein einfacher Kuchen, der kann aber super lecker sein. Sucht euch so einen Kerl. Oder der mal ein schönes Steak anbraten kann. Wenn ihr sagt, Schatz, ich hätte mein Steak gerne medium, dass er das auch hinkriegt und nicht, dass er da so einen verkohlte Lappen Kohlestoff dann auf dem Tisch liegen habt. So ein abgekratzter Pfanneputz oder sowas. Sucht euch so einen Typen. Die sind interessant. Was haben wir noch? Ja, geizige Typen, da muss ich ja nicht drüber quatschen. Also geizig. Also wenn einer das Geld fett hat dann, und dann geizig ist und ihr müsst dem alles aus der Nase ziehen da, also außer die Nasenhaare, sondern ich meine jetzt von der Kohle her, ist auch scheiße. Ne? Also, Frauen möchten ja auch ein bisschen, möchten ja auch mal beschenkt werden oder sowas, ne? Mit schöner Kleidung. Es muss ja nicht immer nur Beate Use-Zeug sein. Es gibt ja noch andere Kleidung, die Männer ihren Freundinnen oder ihren Frauen schenken können. Wobei, Beate, so, also so, auch interessant, ne? Aber ich will da nicht so viel von mir erzählen, soll ja nicht um mich gehen hier. Ganz schlimm sind auch Typen, die keine Hobbys haben. Die nichts anfangen können mit ihrer Zeit, außer Fernsehglotze. Schlafen. Fresse, aber nur Zeug, was sie nicht selber gekocht haben, weil sie es nicht können, weil sie kein Interesse dran haben, weil sie kein Hobby dran haben oder kein Hobby-Interesse dran haben. Also da müsst ihr wirklich gucken, da, also die Welt ist wirklich ein Schlachtfeld und liebe Frauen, ich beneide euch nicht. Nein, bei den Typen, die da zur Auswahl stehen teilweise, ich beneide euch nicht. Aber ich bin bei euch. Ich leiste euch seligen Beistand. Schatzi, Schatzi, Schatzilein, du musst nicht traurig sein. Ich bin mit einer Frau durchgebrannt. Du kennst sie gut, das ist die Nachbarin. Die 67 Jahre alte Nachbarin. Ich stecke ihr meinen unrasierten Schwengel in die alte Nachbarin.
Ich weiß ja, wie wir sind, Baby. Du willst den harten Typen, hm? Den Typen, der das Abenteuer sucht, der draußen alleine im Wald umherirrt, behaart bis zu den Kiemen. Aber ich habe dir, liebe... Waltraud, dieses Lied gewidmet. Es heißt, Waltraud kommt zurück zu mir, zurück nach Hause. Oh, Waltraud, komm zurück zu mir nach Hause. Ich hab extra aufgeräumt, die ganze Wohnung blitzeblanke aufgeräumt, Staub gewischt und alles schön gemacht für dich. Komm zurück zu mir nach Hause. Bei mir sieht's wieder richtig gut aus. Komm zurück zu mir in die Bude, Baby, Baby. Da zeig ich dir meinen Blues. Ich bin der Gunther Gabriela. Gunther Gabriela. Der Gunther Gabriela. Der Gunther Gabriela. Ich bumse wie ein Tier. Ich ficke wie ein Stier. Du wirst es sehen. Madame, ich bin der geilste Hengstling auf der Erde und ich weiß dich anzusehen. Mit meinem Blick, mit meinen tollen blauen Augen, sind sie auch braun, will ich sie für dich färben. Für dich hol ich die Sterne aus der Nacht herab, sie leuchten deinen Weg nach Haus gebracht. Wacht der Hund über unsere Liebe. Also das ist so ein Beispiel, könnt ihr singen, es macht riesig Eindruck. Oder sowas hier ist auch immer sehr beliebt bei den Frauen, besonders wenn die Frau keine Ahnung von Musik hat. Also das ist jetzt ist schwierig zu üben, weil der Griff ist, das ist eigentlich ein Dreiviertel Barré mit dem Sextentengriff. Baby, ich muss dir was gestehen. Ich war mit einer anderen Frau im Bett. Sie sieht zwar nicht so gut aus wie du, aber sie hat auch schöne Beine. Na, das ist ein bisschen, wenn ihr dann ein bisschen heißblütiger werdet, ihr wolltet ja dann auch ein bisschen mehr Spaß haben im Bett. Die Muse. Die Muse hat mich geküsst. Ich verbleibe euer Odenwaldzeiglist.